Einen wunderschönen guten Tag. Weiter geht's mit Asterix und Obelix Heroes. Einen kleinen Klick, abonnieren. Ich sag's nicht mehr. Ihr wisst, dass ich die 100 dieses Jahr erreichen möchte. Das wäre fantastisch. Wir gehen rein. Und Abfahrt. Ja, ja, ihr könnt gerne pausieren. Das habe ich euch ja schon vorgelesen in einer der Folgen. Und wir gehen hier hin. Wir brauchen dieses Secret. Let's go. Nicht dein Ernst, geht da oben rum. Aber macht nichts. Massig Damage. Die 16 sind ja egal, ne? Weil wenn wir jetzt... Achso, ne, wenn er besiegt, halt er sich. Okay. Das war ein taktischer Fehler. Der darf sich gern unsichtbar machen, wie immer. Tut er nicht. Wie machen wir das am besten? Töten die 1. So, hier ist schon mal Damage. Wir wollen unseren Asterix noch heilen. Dann machen wir das so und töten mit ihm jetzt. Dann sollten wir doch die 10 Leben bekommen, richtig? Zack. Nee. Okay, ich muss nur die Fähigkeit nochmal durchlesen. Wir wollen hier runter. Das ist sogar der kürzeste Weg. Das Spiel ist ja genial. Also. Verursache 19 Schaden an allen Gegnern. Falls ein Römer das Ziel ist, wende 3 Ungenauigkeiten an. Falls ein Römer besiegt wird, erhalten alle Verbündete eine Resistenz und heilen sich um 10. Aber das darf wahrscheinlich dann nicht die letzte Runde sein. Ich werde es sehen. Wenn wir ihn jetzt töten, kriegen wir hier HP. Nein. Hä? Wir spotten. Wir hoffen auf Motivation wie immer. Nope. Die 2, ja, dann kann man komplett unseren Obelix schützen. Damage. Wir wollen ja noch runter. Also, wir brauchen keine Motivation und irgendwas. Gedönse sie jetzt. Wir speedrushen das Ganze. Wir wollen einfach nur das Geheimnis. What is it? Acht an allen, tatsächlich. Bodycheck, wer hat denn am meisten Leben? Ich nehme die 2 trotzdem raus. Also das verstehe ich nicht, dass dieser Heal offensichtlich... Mist. Der Heal nicht zieht. Das check ich nicht. Ja, zwar unfreudig. Das gibt auch nochmal Motivation. Dann heilen wir und töten die 2. Die 1 ist. Und dann töten wir dann doch die 3. Um einen Durchlauf zu haben. Motivation, genau das möchte ich sehen. Und wir rüsten uns für die 1. Die 1 macht ein bisschen Damage. Aber es wird komplett geschildert. So, und jetzt heißt es, unserem guten Asterix zu heilen und weiter zu ziehen. Ja, Glückskarte. So, what is it? Verleih nix. Vorschau, schau die obersten 5 Karten. Ja, was bringt es? Gut, da kann man taktisch ein bisschen planen. Naja. Dann war nichts wie raus hier. Der verwirrt unseren guten Asterix. Wir eliminieren die 3. Hallo?
es immer noch die 2 ist. Gib mal einen Body Slam. Ey, dann taunt mehr. Und sind auch betäubt. Nice. Maximale Betäubung. Yep. Ja, heilen. Machen Damage. Kann ich tun. Akzeptieren die 13. Spotten, das ist gut für letztlich um Rüstung. Und versuchen jetzt so schnell es geht, den wegzuklatschen. Okay. Hier haben wir ein Feuer, hier haben wir ganze Zeit lang nichts, dann gehe ich oben rum. Motivation mit. Random Spell wieder. Hoffen, dass der fehlt. Was er natürlich nicht tut. Natürlich nicht. Sie schildert sich. Wow, das kann fehlschlagen. Den Damage akzeptieren wir. Das ist. Ja, super. Keine Motivation, kein Heal. Body Check, dann töten wir die 2. Du akzeptierst die 7 auf allem. Der darf sich dann verabschieden. Verletzen ihn, der darf schon wieder ausschilden. Bestimmt ein bisschen Heal. Und jetzt hätte ich ganz gerne, was hätte ich denn ganz gerne? Erste Hilfe, ja. Erste Hilfe und Freudig ist super. Motivation Heal. Dann hauen wir mal ein bisschen Damage hier rein. Nicht töten. Das war ungünstig. Das war dumm. Aber gut, passiert. Passiert, passiert, passiert. Den müssen wir töten. Die 18 Schaden möchte ich nicht kassieren. Das ist mir wurscht. Wir heilen. Und wir schützen. Und wir heilen weiter. Und wir schützen weiter. Das hier wird komplett negiert. Wir machen ein bisschen Damage. Zack. Sehr gut. Sogar von der Ungenauigkeit geblockt. Ich spiele noch eine Runde. Hier tanken. Und auf und auf. Heal. Was machen wir? Wir töten. Die Motivation vom Automatik setze ich gerne noch hoch, aber gut. Ah, das kriegen wir hier auch hoch. Oh, die Kiste hätte ich ganz gerne noch hier unten. Gut, Old Rebel. 8AE, natürlich trifft er. Den kriegen wir tot, aber will ich das überhaupt? Er hat 29 Schaden. Wir können auch die 3 töten. Die 2 juckt uns nicht. Tanken. Oh, erste Hilfe und Freudig ist natürlich wieder sehr, sehr nice. Jetzt nur wieder nicht verkacken. Der heilt sich voll, das heißt, sie können die 1 knüppeln. Und der bekommt noch Motivation, sehr gut.
Der bekommt Motivation und wir schützen unseren Obelix und machen Damage. Damit hat er 104. Wir schützen, oder? Schützen und machen trotzdem einmal zu. Wir heilen, sehr gut. Damit sind sie wieder voll. Erste Hilfe ist natürlich nice, ja. Nee, wir beenden die Runde. Hier beenden die Runde. Und holen uns die Kiste. Oh, haben wir da einen dabei? Natürlich nicht. Gut, das war ja auch nicht unsere Mission. Wir wollten ja das Geheimnis. Das ist ja alles doof. Aber wir können die drei wenigstens eliminieren. Die zwei akzeptieren wir. Das ist relativ Wumpe. Weil mit dem Spott sind wir eh wieder voll. Also das gehört eigentlich genervt, dass diese Kombo hier geht. Motivation hoch von unserem Asterix. Damit macht er jetzt überragende Damage, 15 Schaden. Guckt euch das mal an. Dann kann man das so machen. Machen das so. Und wen töten wir? Wir töten die 1. Die 1 darf gehen. Dann heilen wir ein bisschen. Wieder unsichtbar? Nee. Ich denke. Schade. Ja, dann weg damit. Weil wir können hier einmal heilen und dann trotzdem weg damit. Ganz okay, ich gold. Und wir holen uns die Motivation. Schade. Das hat ein bisschen was gefehlt, um alle grün zu haben. Naja. Das überspringe ich hier wieder. Wie gesagt, ihr könnt es euch durchlesen. Ich sehe gerade, man sieht die Klicks. Man hört die Klicks ganz schön in der Aufnahme. Naja, gut. Zack. Wir sind sogar fast tot, ey. Sollten wir auch dafür sorgen, das wäre jetzt aber ein... Machen das so. Sehr Overkill, aber hätte nicht gereicht, die 4, deswegen... Ist das schwierig? Ja, Motivation runter, genau. Ach, der ist unsichtbar. Aber das ist so, die 4 ist tot. Dann kann man gerne Motivation hoch und heilen. Bringt uns alles nichts, schade. Das wäre tot gewesen. Haha, sehr gut, er verfehlt. Nee, doch, er hat einfach verfehlt. Egal. Schnelle Runde, schnelles Ende. Zack, wir nehmen alles mit an Karten. Idefix, Magelix und Verleinix, sehr gut. Und ich überspringe wieder. Wobei, ich überspringe es komplett. Und wir gehen nochmal in die Heldensammlung, hat uns was gebracht. Ja, Idefix. Der kann jetzt was, wenn er einen Furchtstoff alle Gegner anfasst, einen betäubt. Das macht ihn natürlich wesentlich stärker gegen Biester. Die Frage ist, wen nehme ich denn als nächstes ins Team? Vielleicht mal Miraculix anfangen zu leveln. Ganz ehrlich, ja. Wir gehen in Kanutenwald.
den Kräutergarten und nehmen ihn mal mit, unseren Miraculix. Aber das sehen wir in der nächsten Folge. Bis dahin.